So, und die zweite Aufnahme für YouTube startet. Dann sind wir jetzt hier im dritten Teil. Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Na, ja, das hoffe ich doch auch. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht, das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden oder eine Woche. Hast du eigentlich von so einer kleinen Elite-Soldatin zum Häufchen Elend, kann man sagen. Hey Stan, ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Ich kann ja Leute ansprechen und anbetteln. Steht's wieder auf? Na, reden kann ich mit dem nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein Platz, wo man sich aufwärmen kann. Entscheide mich. Burger klingt gut. Oder doch Pizza? Ist nur Futter. Das ist so hart. Ich hab gesagt, wenn es ihm nicht passt, soll er gehen. Und dann? Dann war Ruhe. Geschieht ihm recht. Okay, wir setzen uns hier mal hin. Nett, anklagend, einfach. Ja, mal nett. Wir sind wahrscheinlich in dem Spiel auch viel zu nett und viel zu freundlich. Aber okay, jeder hat so seinen Charakter, wie er es denn spielt. Oh Mann, ey, die Kälte. Muss so hart sein. Hunger, Kälte, der Körper ist ausgezehrt. Das ist klasse. Hier. Da ist schon mal $1. Ich auch hier rüber zu den Geschäften? Ich glaube, wir können nur zurück zu den Typen. Alter, die Schuhe sind aber ganz schön abgewrackt, ey. Die Hose, die Klamotten. Echt übel. Ich hab schon gedacht, wenn ich da hinkomme, ist er erfroren. Was kann ich jetzt machen? Kann ich mich nicht zu ihm stellen und sagen, hier, hat geklappt? Vielleicht können wir auch ins Geschäft rein und was kaufen. Ja, aber das Geschäft hat ja geschlossen. Jetzt hier wieder hinstellen.
Vielleicht wieder aufwärmen und dann nochmal hinsetzen. Wir sind aber auch auf der Seite, wo wirklich alle Geschäfte zu haben. Und wo es richtig scheiße aussieht. Doch, können wir. Du bist ja in einer Notsituation. Nimm das Geld. Ich muss es tun. Wir haben genug. Los, sehen wir, wie es denn geht. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Jody, wenn du das Geld gestohlen hast... Es wird ganz bestimmt niemand vermissen. Damit kriegen wir heute was zu essen. Stan, ich habe dafür niemanden umgebracht. Uns jetzt Essen davon. Du bleibst hier. Das ist auch eine krasse Gegend, ne? Was hast du da, Alter? Was haben wir denn hier? In der Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Hey, ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektvoll. Alter Mann, sehen wir aus wie Ärger etwa? Das oh, komm schon. Fühlst du das jetzt? Ja, schon dabei, Mann. Ey, jetzt will ich meinen Geist aktivieren. Jetzt wird's mal Zeit. Du bist noch zu schwach, Ein. Ich muss das selbst tun. Ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Was laufen, ey? Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Instituten. Ja, kleine Elite-Soldatin. Regen funktioniert manchmal nicht. Fuck! Das Miststück ist krank! Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab! Hey! Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, wo sie wiederkommen. Okay. Ja, und der Typ hat das aufgenommen und wird es wahrscheinlich ins Netz hochladen, würde ich mich nicht wundern. Und dann landet sie in der Presse oder so. Ja, die ist echt verzweifelt, ne? Okay, Leute. Kommt zum Essen. Ich dachte schon, die will springen. Loch im Magen. Komm schon, Jody.
Los, hol dir auch was. Hey, ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren 4 Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Kanntest du die Kerle? Ja, die sind hier bekannt. Die Kids suchen hier nur nach einfachen Opfern. Sie haben Smartphones mit Kameras und sie reißen wohl mal gern die Schnauze auf. Wollen vor ihren Freunden angeben. Armseliges Fall. Dieser verschissene Wichser. Einmal war ich dran. Hab mich noch nicht ganz erholt. Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr 6 Monaten. Traf ja Walter. Jimmy tauchte auf. Tuesday ist hier seit etwa 3 Wochen. Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Raten nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte er sie umgebracht. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden. Er ist immer bei mir. Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Braucht bestimmt Medikamente oder so. Was muss ich jetzt machen hier? Oh Mann, Jimmy. Es geht ihm wirklich nicht gut. Ziehen die Viren. Von der Steuerung her sehr schwierig, aber. Der Schmerz ist weg. Wie? Hast du das geschafft? Das ist ja wie so ein Messias, ne? Jesus so. Was machst du? Vertrau mir.
alles klar? Stan, mein Lieber. Oh, Jody, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. 4 lange Jahre. Nancy. Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh mein Gott. Bricht mir das Herz, du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Das ist jetzt natürlich eine meine Liebe. Sehr traurige, emotionale Szene und ich weiß nicht, ob sie ihm damit Dein hilft. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder, verliebe dich, sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Oh, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Schade, dass wir einem Baby nicht schauen konnten. Sie meint, das strampelt nicht mehr. Vielleicht könnten wir da auch helfen. Ein Wunder. Ein gottverdammtes Wunder. Jody? Danke. Sieht man mal, ihr Aiden kann auch was Gutes, also der ist nicht nur schlecht. Also kann sie ihn ja doch ein bisschen besser kontrollieren, als wir dachten. Ah, die bekommt ihr Baby, ja? Tuesday, ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt! Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus! Nein! Nicht ins Krankenhaus! Sie nehmen mir mein Baby weg! Nein, niemand kriegt mein Baby! Schau dich um, Kleine! Wir haben gar nichts hier! Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser! Wir haben gar nichts! Mein Baby! Ich will nicht, dass mein Baby stirbt! Halt durch, ganz ruhig und halt was ein. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los, Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine, warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja. So, und da kann ich die Geschichte wieder beeinflussen. Wenn ich es nicht schaffe, sie zu retten, also die Sachen zu finden. Jody, komm schon! Ja, okay, bin ja da. Heißes Wasser könnte man Schnee schmelzen. Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich habe keinen. Aber uns fällt was ein. Komm! Sie könnte da natürlich anbrechen, ne? Da drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Ich muss ja denken, die ist außerirdisch oder Jesus. Genau.
schalte die Kamera erstmal. Irgendwo muss ein Schalter für das Rolltor sein. Ein Schalter. Wir müssen den Schalter finden, um das Tor zu öffnen. Rein hier. Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Erkläre ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Oh. Oh, Scheiße. Scheiße, ein Alarm. Ich hätte es wissen müssen. Beeilen wir uns, die Cops werden jeden Moment hier sein. Ich hab so viel nicht tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Komm. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Mann, ey, das ist schon wieder eine Dramatik, ey. Tut mir so leid. Ist echt gut gemacht, dass man da emotional so mitfiebert. Ja, die Polizei sieht sie nicht durch die Kamera. Wo laufe ich denn lang? Ich vermute mal, wir müssen hier oben lang. Noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle. Außer Jody. Ich will nur Jody. So, auch wenn das ein Spiel ist, sage ich mal. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, muss man trotzdem das Kind ohne Hose nicht, kriegen. Ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Oh! Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Jetzt spiele ich hier Geburtshelfer, ey. Das ist ja überhaupt nicht meine Welt. Hier irgendwie Wasser oder irgendwas, was ich nur nehmen kann? Okay, heizen. Warm muss es sein. Ich kümmere mich um die Matratze. Halt durch. Okay, du kriegst das hin. Oh!
atmen. Okay? Bitte, Tuesday, immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Hey, die Schmerzen müssen ja so höllisch sein. Ist bald vorbei. Okay? Ganz toll machst du das. Komm schon, pressen! Pressen! Ja, es ist fast da. Okay. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt press. Pressen. Ich kann sie sehen, als wenn sie wüsste, dass es ein Mädchen ist. Sie ist da, Tuesday. Das ist wirklich ein Mädchen. Okay, jetzt noch die Nabelschnur. Babe. Oh, das ist ja nicht so meine Welt hier. Was willst du machen, um Menschenleben zu retten? Es war bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Krass, wenn man überlegt, dass sie auf der Straße groß wird. Oh, Mann. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die andere. Es ist so winzig. Es ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Madja ist eigentlich ungarisch. Unsere Ungarin? Hm. Vielleicht ist es da auch Retterin oder so. Jetzt mal wieder eine schöne Seite in dem Spiel. Aber da folgen bestimmt auch wieder düstere. Scheiße! Heilige Nonne, was ist hier los? Drücke links und anstatt auf den roten Punkt sich zu fixieren, geht er nach rechts hier. Wo sind die anderen? Morgan ist hier über den Flur.
Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich gehe allein. Aber... Los, raus mit dir! Baby, sie sind oben, hör dir! Wir müssen sie rausholen, bevor hier die ganze Bude abbrennt! Los, komm! Siehst du, das hatte ich schon ganz vergessen. Das war ja beim Motorradfahren auch so, oder wo wir runtergefallen sind vom Zug. Komm, deck nach, Jody, deck nach! Sehr gut. Runter, lauf! Jody, ist alles okay?
Geh weiter! Okay, schnell raus hier! Superkräfte bringen mir gerade nichts. Gucken wir mal, ob wir uns oben irgendwie noch retten können. Sprung aus dem Fenster oder so. Ja, genau, den Sprung malte ich aus dem Haus. Jody, Jody. Oh mein Gott, du bist am Leben. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Das war wieder ein Drama. Das war unglaublich. Zoe, wie geht's Zoe? Gut, sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Alter, Scheiße. Die Assis. Sag mal, was Jungs, nur Benzin, ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Oh, ich könnte kotzen, ey, diese Dreckschweine. Ich sagte, wir sehen uns, Miststück. Wie können sie das den Menschen nur antun? Hey, lass sie in Ruhe. Ganz ruhig, Kakerlaken. Schluss mit Helden sein, oder? Nein! Hast du das drauf, Ed? Ja, Mann, ist alles drauf! Okay, dann komm, los weg! Bastarde! Ich hätte es gewundert, dass Aiden sie nicht ihr nicht geholfen hat. Aber sie blutet aus Fett. Sie atmet nicht! Sie atmet nicht! Alter, übel. Ich konnte noch nicht mal interagieren oder irgendwas machen. Ob sie es schafft. Das wäre ja ein dramatisches Ende. Als Heldin so. Ist so ein Anti-Heldentod, finde ich. Bleib bei uns! Ah, das ist. Ich wollte gerade sagen, da ist das Licht, aber... Bist du ja... Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Nein gesagt, keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit, Jody. Ah, warte mal, gut. 2000 jetzt. Das war eine Frohe. Du wirst mal anders sein. Du musst nicht daran gewöhnen. Ich will nicht, dass das passiert. Ich kann doch noch ein bisschen lenken und denke mal an Zelle Licht. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter der Brücke gefunden. Sie hat sehr viel Gutes getan, ich muss ja wohl leben. Die Existenz. Licht vertreibt das Dunkle. Mann, ey. Die Frage, stirbt sie jetzt in Anti-Heldentod? Bin ich tot? Ah!
für ein dramatischer Film, ey. Wer war die Frau? Warum zeigst du mir das? Vermutlich ihre Mutter. Ist sie meine Mutter? Knick-Knack. Ist das die Zukunft? Aiden? Eieiei. Die hat's überlebt, ey. Krass. Sie hat sehr kurze Haare. Ach, wegen der Kopfverletzung. Haben wir nochmal Glück gehabt. Aiden? Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr hier. Vielleicht verliert sie Aiden jetzt auch, dass sie jetzt abhaut. Normalerweise müssten ja aus dem irgendwelche Ärzte kommen, oder? Da geht's lang. Auf einmal heißt Nulllinie. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind Sie Verwandte? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bringe Sie zu ihr. Ah, dann bleibt wahrscheinlich nur noch der Sprung aus dem Fenster. Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße! Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im fünften Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Alter, krass. Als Pfleger oder als Arzt wäre ich auch total irritiert. Auch wieder kalt, wieder durchnässt. Aber die zeigen ja mal mehrere Epochen von dem Game. Ach, das ist der sie aufgenommen hat. Ist das in Ordnung? Ma'am? Da ist sie dann ja am Revier gelandet und hat die ganzen Polizisten platt gemacht. Es ist zwar nett, dass man sich angucken kann, wie es andere gespielt haben, aber die Ergebnisse interessieren mich nicht so richtig, muss ich sagen. Ach, da geht's los, dass sie eingewiesen wird. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark.
Du bist so stark. Obwohl die in der Geschichte immer hin und her springen, versteht man natürlich alles irgendwie und kann es sehr gut zusammenbauen, muss ich sagen. Jody, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jody. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Also der Arzt und der Pfleger machen aber einen sehr netten Eindruck, muss man sagen. Dafür, dass es eigentlich eine Forschungsanstalt ist. Okay. Wo ziehe ich mich um? Oh, die haben... Das Bett sieht fast so aus wie ihr eigenes. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Ah, hier Stofftiere. Komm, Barney Knuffel. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Barney Knuffel. Okay, dann müssen wir nochmal rübergehen. Und Barney Knuffel ins Bett legen. Schön, bis wir von der anderen Seite ran. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jody. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Da habe ich gedacht, dass Aiden eigentlich so, ja, der Beschützer ist und dass sie deswegen gar keine Angst mehr hat. Ah, das kennen wir von zu Hause. Hier dreht sie mal von rechts nach links. So eine Art Ritual. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Ich kann hier nichts bewegen. So, ah.
wusste ich auch nicht, dass sie schon die ganze Zeit von den Geistern angegriffen wurde. Ich glaube, ich bin. Mason, da passiert was. Da passiert was. Da passiert was! Was ist los? Das kriegt Jody an und die verdammte Tür geht nicht auf. Das Aiden gar nicht der Böse, sondern diese schwarzen Geister sind die Bösen, also die Dämonen. Und Aiden hilft ihr sogar und ich habe immer gedacht, Aiden ist so unkontrolliert und böse. Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Übel, übel, ey. Ganze Einrichtung zerlegt. Wenn das jede Nacht so geht, wird es teuer. Ich habe Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jody. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was, was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Oh, das ist aber mies. Mensch, lass sie doch gehen, ey. Da! Ah! Ich hoffe, er hilft dir. Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Ja, im Grunde genommen ist sie ja nur ein ganz normales Mädel, ne? Und wenn wir irgendein Fenster, wo wir abhauen können, oder? Können wir ja mit ihm nochmal reden, dass er uns rauslässt. Ja, komm, hier versagt die Steuerung wieder ganz toll. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Ach komm, Cole. Mach mal eine kleine Ausnahme hier. Bitte.
Komm schon, Cole. Bitte. Bitte, lass mich raus, nur einmal. Wieso musst du denn Nathan alles verraten? Es tut mir leid, Prinzessin. Oh, komm, aber ich kann nicht. Ich kann da nichts machen. Da gebe ich mich aber noch nicht zufrieden mit, oder? Mit Cole. Nochmal reden. Man kann Menschen auch nicht mal einsperren. Los, komm. Hey, komm endlich runter, okay, Jody? Schluss damit, Jody. Das bringt dir absolut nichts. Du gehst nicht. Basta. Was ist das jetzt? Bist du stolz auf dich? Ich hoffe es. Denn morgen wirst du das alles aufräumen. Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Okay. Klar, dann also bis morgen. Wird die Tür nicht irgendwie einfach aufbrechen? Oder so. Ja, komm mit, lass sie jetzt raus. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Du verstehst mich doch, oder? Ich will... Ich muss heute mal hier raus. Verständlich, los, komm, hau... Ist doch nicht so wie. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ist nicht so wie bei anderen, sag ich mal, dass die so einfach aus dem Fenster klettern? Zeigt auch, wenn sie ihr nicht vertrauen, ja, kann sie immer wieder die Leute manipulieren und abhauen. Oh, hallo Cole, Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Cole will nur, also wir wollten nur raus, die Sterne ansehen. Heute gibt es wohl Tonnen von Sternschnuppen.
Hast du schon gesehen? Also ich weiß nicht, ob Professor Dawkins das so recht ist. Wenn du rausgehst, mitten in der Nacht. Bitte. Ich meine, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Und Cole ist bei mir. Und... Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Okay. Geht weiter. Ich habe euch zwei nicht gesehen. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Er ist echt mies gelaunt. Er hat heute noch kein Wort gesagt. Co, wir sollten dann jetzt wohl mal los. Gute Nacht. Ich schätze, ihm ist heute nicht so sehr nach Reden. Ich glaube, seine Oma ist tot. Oder so. Wartet mal. Was ist mit dir, Cole? Cole! Was ist passiert? Großer Gott, was zum Teufel war das eben? Ich glaube, mir ist glasklar, was das gerade eben war. Ach, ärgerlich. Haben wir es nicht gepackt, irgendwie zur Party zu gehen. Ich hab dir gesagt, du gehst nicht und du hast nicht auf mich gehört. Weißt du, wie gefährlich das war für Cole und für dich? Verdammt, Jody! Erinnere dich nur mal an Kirstens Geburtstagsparty. Du weißt doch noch, wie das war mit Aiden, oder? Oder? Ja, aber ich hab mich nicht gerecht. Ja, man kann sie nicht einsperren, das ist ein Mensch. Das geht einfach nicht. Ich versuche doch nur, dich zu beschützen. Tut mir leid. Ich wollte einfach raus und einmal so sein wie alle anderen. Ich weiß, Jody. Ich weiß. Ja, ist schon sehr ergreifend, das Ganze. Jetzt geht's wieder zurück in die Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst, bei Professor Dawkins. Toll, ich kann gar nichts machen. Ich kann hier nur rumfliegen. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? Das ist die Mutter. So ist das Beste. Da können wir auch nichts machen. Hier durch die Gegend gucken. Können wir hier lang fliegen. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Naja, ob alles so gut wird, wenn die Eltern weg sind und man irgendwie wie abgeschoben ist. Eine Minute, Philipp. Ist komisch, wenn Aiden nichts machen kann, weil er irgendwie irritiert ist oder so. Das reicht. Los, komm.
jetzt mal machen sollen, ey. Ein Monster! Mann, oh mein Gott. Arschloch. Jody. Jody. Ich weiß, was du fühlst. Aber das war die richtige Entscheidung. Wie so ein Gefängnis aufzuwachen, wachsen. Kein Wunder, dass man da irgendwann ausbrechen möchte. Später ist er zur Militärakademie gekommen. Ja. Navajo. Oh, das ist ein geiles Thumbnail. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Nee, er kann auch nichts ausrichten, hier ist nichts. Kann man denn keine Kakteen irgendwie anritzen oder so? Denn das Wasser trinken? Die ist ja wirklich durstig. Ja, sie will immer auf der Straße bleiben. Ja, man soll ja Anhalter mal nicht mitnehmen, weil da kann ja Gefahr von ausgehen, aber... Ja, wenn ich das sehe, dass jemand in der Wüste ist und wahrscheinlich nicht vorankommt. So wie es immer so sein muss, der Dritte wird wahrscheinlich jetzt anhalten. Alles wieder gut. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für'n Arsch. Aber alles wird gut. Lass mich in Ruhe, Aiden. Was? Ah, er wollte ja doch nur helfen. Da hinten ist eine Hütte. Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Wir müssen irgendwie Wasser herkriegen. Ich könnte ja auch aus der Pferdetränke was trinken, aber... Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn wir mal klopfen. Oh, ist wieder jemand zu Hause. Tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Kann ich nicht für die Nacht in der Scheune bleiben? Bitte, ich meine versprochen, morgen früh bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. In der Oste. Ja, ja. Ja, es war so. Akulinao. Dobone, Zarahe. Krass, sie hat ein T-Shirt mit dem Bösen drauf. Ist okay. Interessant. Du kannst hier schlafen. Komm rein.
Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja, danke. Was trinken, glaube ich, wäre momentan richtig gut, bevor es was ist, oder? Aus wie Rindersteak oder so. Das Gefühl, die Mutter spricht bald mit ihr. Oh, Wasser, ey, das ist so, wenn man richtig Durst hat, ey, das Beste, was man trinken kann. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich zieh einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Ihr gehört zu den Navajo, richtig? Wir sind die Nee. Das heißt die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Seid ihr Pferdezüchter? Ja, Mustangs. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Schafe. Oh. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus. Na, das ist doch die Hauptsache. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir also. Oh. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Was geht denn da ab? Spukt es da draußen, oder? Kommst du mit? Muss ja irgendwas sein, dass sie halt die Fenster da so dicht machen. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Oha. Läuft bei ihr von einem Abenteuer ins andere. Was macht Ihnen solche Angst?
Ich finde schon, man sollte jemandem das erklären, ne? Was da abgeht. Er betet oder meditiert. Schläft auch ganz normal. Er läuft hin und her. Jetzt auch nichts Außergewöhnliches bis jetzt. Gucken. Legen wir uns mal hin. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Sie konnte wenigstens einschlafen. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Ja, das sieht ja noch nach einem Sandsturm aus. Boah, üble Träume. Ich habe gedacht, wir wären davon so ein bisschen verschont. Was können wir machen? Wir können jetzt nochmal rausgehen. Scheiße. Ist aber zugeschlossen. Was ist denn hier los? Aiden, öffne irgendwie diese Tür. Ah, da. Schon gedacht, das geht nicht. Sehr gut. Ja, der macht die Tür nicht auf. Auch nicht. Cole? Los, mach auf! Was zur Hölle ist hier los? Geh jetzt zurück in dein Zimmer, sofort! Bitte, Jody. Los, tu es einfach. Wir rebellieren mal ein bisschen. Ist die Oma? Das ist der Flur. Wieder die Oma. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück in unser Zimmer.
Okay, sie möchte nicht. Okay, wenn sie nicht möchte, kann man nichts machen. Okay, da hat ja noch ein Hund gewinselt irgendwie. Was machst du denn hier? Ich sagte, bleib im Zimmer! Was zur Hölle war das? Geh wieder ins Bett. Da habe ich mich aber auch erschrocken, ey. Wow. Heftig, heftig. Scheint draußen wieder alles normal zu sein. Sah aus wie so alte Geister-Indianer. Können wir uns denn hier irgendwie anziehen oder so? Doch, ne? Ja. Was sagen. Vielleicht hat das ja auch irgendwie mit ihren Eiden zu tun oder so. So Weihnachtsfluch, Weihnachtsfluch. Indianerfluch, dass sie deswegen da so klarkommt mit. Oder so eine Aufmerksamkeit auch hat und sagt, sie kennt das ja irgendwie alles. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Oh, Kaffee ist gut. Nicht hinsetzen, ne. Eigentlich bedankt man sich ja für die Gastfreundschaft, ne? Ich bin dann mal weg. Danke. Überleg mal, die hätten die da nicht wohnen lassen. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber jetzt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Ach, da werde ich als Spieler nicht gefragt, ob ich das möchte. Gut. Findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Klar. Dass der Brunnen überhaupt noch Wasser gibt in der Wüste, ist immer wieder faszinierend.
Das Landleben ist aber auch hart. So, du bleibst also eine Weile. Es scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. So, jetzt müsste ich das da eigentlich reinkippen, aber ich weiß nicht wie, weil es komisch angezeigt wird. Was ist denn das für ein Zeichen? So. Ach, alles klar. Links und rechts rum. Danke, Jody. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Jo, kann ich machen. Irgendwas passiert mit der Oma, glaube ich, noch. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Oma irgendwie gar nicht redet, wenn wir jetzt da auch lang gehen. So, wir reden mal mit ihr. Hi. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Die ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Okay, wir müssen jetzt erstmal Heu holen. Vom Dachboden. Natürlich sind wir auch neugierig. Gerade den sie immer wieder sieht. Das ist schon merkwürdig. Okay. Gehen wir mal unseren Aufgaben nach. Hilf mir, Aiden. Nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Das ist aber wirklich harte Arbeit. Man merkt auch, wie die läuft, ne? Wie kaputt die ist. Hey, Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Gute Mal, das kriegen auch die Schafe, oder? Pack's irgendwo hin. Danke, Jody. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun. Okay, na dann. Wir gehen mal zu den Jungs. Setz dich doch. Danke. Sind noch andere Navajo Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen.
Nicht jeder wohnt gerne hier draußen. Ja, ganz ehrlich waren sie ja nicht, ne? Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. War bestimmt ein Traum. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Opfern wahrscheinlich immer eins. Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ne? Vorsicht, war Elite-Soldatin. Also behalte deinen Scheiß Kreuz für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. No. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Na toll, Jody. Viele Punkte, um hier weiterzukommen. Aber groß machen kann man hier nichts. Hinten kann man beim Auto noch gucken. Mehr ist hier nicht. Hey, hast du noch was zu tun, Paul? Nein, aber die Jungs brauchen vielleicht noch Hilfe. Okay, ich guck nach. Okay, bei den Pferden, da könnte ich vielleicht meine Kräfte einsetzen. Mal sehen, was Jay macht. Oh. Pferde zähmen ist bestimmt auch nicht einfach. Wie will er mit den anderen mit? Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Arschki. Ja, bei so einem Namen wäre ich auch so mal Arschki. Hey, Arschki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Ruhig. Ruhig, mein Guter. Nein, Aiden. Das... Vielleicht verkehrt das Pferd in die Ecke zu drängen irgendwie, aber ich kann es nicht, also ich kann das machen.
Könnte natürlich mit Aiden auch was machen, aber. Ja. Ist ja vielleicht eine andere Möglichkeit. Ein bisschen langsamer oder behutsamer rangehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die konzentriert sich gar nicht aufs Pferd. Irgendwie, als wenn sie immer irgendwas hört oder so. Gehen wir ganz langsam aufs Pferd zu. Das klappt bis jetzt schon besser als vorher. Siehst du, Aschki? Pferde sind ja auch soziale Tiere, also. Gib's zu. Du magst mich eigentlich, ja? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Bring ihn auf die Koppel. Hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich habe dich wohl falsch eingeschätzt. Das glaube ich auch. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. It is first. Kein Problem für mich. Ah, die haben noch ein Wasserreservoir. Sehr gut. Ich glaube, das wird ganz gut tun. Ah, hier so eine Art. Hier geht's zum Duschen. Krass, wie das alles so funktioniert. Also. Kalt, na, obwohl, das könnte sich durch die Wüste ganz schön aufheizen. Crony oder? Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Ah, ich muss das Fenster wieder verhängen. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jody. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt.
Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Warum möchte er darüber nicht reden? Das verstehe ich nicht. Du kannst gar nichts tun. Sie kann wieder versuchen, dagegen anzukämpfen. Man, er zieht einen Sturm auf, keine Frage, ne? Aber da geht es auch um irgendwelche Geistererscheinungen. Frage, gehen wir vom Sturm weg oder gehen wir zum Sturm hin? Was hat das mit der Scheune auf sich, finde ich? Am Wassertank ist auch der Geist erschienen. Ist immer nichts passiert. Okay. Das einen noch nicht helfen kann. Krieger ab. Weg sind sie. Jody! Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer. Du könntest tot sein. Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Aber Aiden hat ihr geholfen, das war schon mal gut. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Jeizo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Gucken
gucken, ob wir da noch mehr rausfinden. Kennst du mich noch, Aschki? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Scheint ja geklappt zu haben. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Hey, was denkst du, Aschki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Na dann los! Ja! Ah, so, nimm mal Geschwindigkeit auf, okay. Ah, geht ganz schön ab. Krass, wie weit die rausreiten. Scheinen doch alle zu leben. Ja, aber vielleicht will er auch mal ein bisschen reden. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Erscheint der Spuk jede Nacht? Er kommt mehrere Nächte und dann für Monate nicht mehr. Aber es ist niemals ganz vorbei. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Jeetsu war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Muss ja irgendeine Ursache haben, was da passiert ist. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Nur zu. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Ja. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Ich... Ich muss dir was beichten. Ich... Oh, ist er? Der Bär bei Aschak hat... Die benutzen Walkie-Talkies, keine Handys, okay. Da ist wahrscheinlich auch kein Empfang. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Gehen wir zu Fuß hin oder nehmen wir das Pferd? Ich glaube, wir nehmen das Pferd. Dauert sonst zu lange.
Wer weiß, was da mit dem Runde ist. Aiden kann er bestimmt wieder helfen. Ja, da hat sich was verfangen rum. Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Pumpe mit Windmühle, das ist ja geil. Das ist super. Ja, schon wieder. Dass das immer auftaucht und wieder abbaut. Da mal gucken. Gucken kostet ja nichts. Altes Grab oder so? Wir wurden auf jeden Fall welche Rituale irgendwie vorgenommen. Okay, sie kann ein bisschen was sehen, was passiert ist. Okay. Zeigt dir jetzt was. Muss er sich ja für einen gütigen Menschen halten. Schon wieder Crown. Ich hätte erst gedacht, dass das Crowny in der Dusche war. Okay, muss er da mal hinreiten wahrscheinlich. Das Ganze hinführt. Das ist ein alter Friedhof, ne? Frau Crown? Warum bin ich denn hier gelandet? Gerade vor ihr sind ja zwei Dinge, die geglänzt haben. Aber hier... Kannst du was sehen, Aiden?
massakrierte die Soldaten im Fort. War das etwa Yeizu? Und hier ist ja das Nächste, ne? So einfach zu lenken. Der geteilte Baum. Ich muss ihn finden. Okay. Können ja in der Wüste nicht ganz so viele sein, ne? Der Baum ist ja nicht geteilt, aber der hat eine andere. Also der hat eine Abgabelung. Das ist ein Baum. Wir sind... Naja, sind das Bäume, das sind ja schon wieder fast Sträucher. Jetzt nicht lang. Ich weiß aber auch leider nicht, in welche Richtung ich reiten muss. Schon fast viel geteilt. Und da komme ich. Reiten wir mal hier lang. Ja, das ist auch der Baum. Es ist nichts hier. Was soll ich entdecken? Kann
Kannst du was sehen, Aiden? Aiden hat was gefunden, da ist auf jeden Fall was vergraben. Ist nicht schlecht gemacht, dass wir das selber nicht alles aufdecken mussten. Wäre, glaube ich, auch zu langwierig. Seltsam. Der hat keinen Talisman. Viel zu schnell. Ich hab's nicht verstanden. Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Ich werde den Talisman Paul zeigen. Vielleicht weiß er was. Oh, der Sturm zieht auf. Welche Richtung wir raten müssen. Man kann sie jetzt nicht mehr schnell raten. Jetzt geht's wieder. Okay, ich muss zurück zur Ranch. War ganz gut gemacht, dass sie einem mal so ein bisschen den Weg zeigen. Zumindest gedacht. Ach doch, da ist ja die Ranch. Schon wieder, dass die Geister schon wieder auftauchen hier, oder? Ah! Ah! Was ist passiert? Er kam mitten am Tag. Wir wollten zurück ins Haus, aber Paar! Paar, wir holen den Wagen!
Scheiße. Komm schon, na komm, na komm, starte! Er springt nicht an, Jay! Er springt nicht an! Die Existenz kommt zurück. Wir müssen wieder ins Haus. Ich glaube nicht, dass das hilft. Es gibt nichts, was wir tun können. Mein Vater hat recht, gegen Geister kann man nicht kämpfen. Heilen oder so. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Ach, sie hat das letzte Amulett. Weil sie geschützt wurde. Der fünfte Talisman. Nicht so einfach. Dann. Damit fing alles an. Ich muss gut aufpassen und jedes Detail behalten. Sie waren verloren, voller Hassgefühl auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Hey, Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren, sie sind die Wächter rund um euer Haus, hm? Sie wussten, es war falsch. Da kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit haben. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit dem Ritualgesängen. Beeil dich! Ich höre ihn kommen! Okay, für YouTube machen wir jetzt wieder einen Cut und spielen zum nächsten Video weiter. Genau. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns im nächsten Teil.